Hallo Filmfreunde, hier ist wieder euer Twitcher live aus der Gaming Lounge und heute gibt es einen weiteren Trailer zu Alien Romulus. Und ja, den werden wir uns jetzt anschauen, der ist erst ein paar Stunden alt und dann machen wir das genau wie beim letzten Trailer. Schaut euch den ersten dazu gern an, nochmal mit der Kommentarfunktion von mir, was die Gedanken zum Film und weiteres betrifft. Das könnt ihr dann in der Playlist nochmal schauen. Und ja, der nennt sich Alien Romulus Bigger. Ja, irgendwas Größeres muss er da angeflogen kommen. Und dann schauen wir uns das mal an. Das heißt, erstmal jetzt den Trailer ganz in Ruhe genießen. Und dann gehen wir mal so auf ein paar Details mit ein. Ja, na dann, viel Spaß mit dem neuen Trailer Alien Romulus. Bigger. Are you sure you want to do this? This is our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. On August 16th. This place gives me the creeps. Fear is bigger. Who's hunting us? In IMAX. Alien Romulus, rated R, only in theaters. Get tickets now. Ja, das war der Trailer. Der war extrem kurz, natürlich. 30 Sekunden. Ich lasse ihn am Ende nochmal in Ruhe wie jetzt nochmal durchlaufen. Und ja, jetzt gehen wir nochmal auf ein paar Details ein. Das sind ja schon ein paar Sachen, die wirklich neu und interessant auf jeden Fall sind. Und ja, ich muss jetzt schon sagen, die Stimme, die das jetzt hier gesagt hat mit dem Termin und wodurch jetzt die Tickets, das ist schon so eine ja, ASMR-Schlafberuhigungsstimme. Ja. Fand ich beim ersten Mal sehen, ist schon echt witzig. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal rein und viel Spaß. Bin mal gespannt auf eure Kommentare zu den Kommentaren, die ihr jetzt hören werdet. Was sind eure Gedanken dazu? Und schaut euch das auf jeden Fall an oder wartet ihr weitere 1000 Jahre auf den nächsten? Na mal schauen. Hoffentlich gibt es irgendwann mal ein Alien Isolation 2. Dann auch hier in der Gaming Lounge. So, aber jetzt sind wir erstmal in der Filmecke der Gaming Lounge. In der Film Lounge. Okay, los geht's. So, und hier sehen wir natürlich erstmal die Frau, die dann hier den, ja, den Text spricht. Are you sure you want to do this? Genau, genau dieser Satz. Und ja, hier ist wahrscheinlich dann der Plan im Gespräch gewesen, dass die dann natürlich hier abhauen wollen und von dem Planeten fortkommen zur neuen Station. Aber wie der Plan jetzt genauso ist, das wird sich wahrscheinlich erst im Film zeigen. Okay. So, und hier im nächsten sehen wir, was haben wir denn hier? Jack Sun Star Colony. Ja, also schon eine richtige Kolonie hier. Auf jeden Fall, was natürlich das Gute ist an der Kolonie, ist nicht die Luftfiltermaschine oder wie die jetzt immer im Fachjargon heißt, das könnt ihr nochmal reinschreiben. Eine Bar gibt es hier. Ja, wir sehen es mit roten Großbuchstaben. Bar. Das muss natürlich sein, ja. Man muss natürlich auch abschalten können auf so einer Kolonie des Todes. Dann schmeckt der Drink auch besser. Ja, die sind ja alle irgendwie auf der Reise durch Querung. Ja, alles relativ in, ja, grau, weiß, Dunkeltönen gehalten. Dann gibt es noch das Durchgangsschild mit Jacksons Star Colony, ja, genau. Und
Ja, sie ist ein bisschen auch so handeltreibend. Ja. Ganz oben links bei dem A, ja, sieht man auch noch so Scheinwerfer oder von einem Schiff oder von so einem kleinen Jet mit einer Signalleuchte. Okay, interessant. This is our only. Okay. Take it out of here. Ja, da fliegen sie schon irgendwo rum. Okay, ein paar bessere Bilder. Die Kamera geht nach unten. Ja, sieht jetzt alles natürlich koloniemäßig nicht so schön aus, sondern eher mehr aufs, ja, Produktive, aufs Überleben ausgestellt. Should be in. Hier sind die schon auf dem Schiff. Das ist wahrscheinlich das vom letzten Trailer, nur die Perspektive eben ganz nah. Sonst kam die Kamera von der Sitzhaltung von links. Ja. In about 30 minutes. 16. August. Also einschreiben in den Kalender. So, und hier sehen wir es nochmal schön angestrahlt. Eine Tentakel oder beziehungsweise der Finger von dem Gesichtsumarmer, wie ich den immer nenne, vom Facehugger, mit Widerhaken. Wir haben ja auch gesehen, in dem vorhergehenden Trailer sind die natürlich schon extremer. Und soweit ich es auch von den Games mal gesehen hatte, sind die, die eben richtig dunkel sind, ja, und schon fieser aussehen, eigentlich die Königinnen. Oder vielleicht sehen wir auch mal einen König, ne? Das wäre natürlich auch sehr cool. Glaube ich aber eher nicht dran. Und die hatten auch irgendwie Widerhaken. Aber hier sieht man es jetzt ganz deutlich. Also, wenn die dir ins Gesicht fliegen, die kriegst du nicht so schnell ab. Und bei der anderen Szene im vorhergehenden Trailer hat man ja gesehen, die hat es geschafft, die Frau. Wahrscheinlich noch mitten irgendwie im Kampf, weil sonst fallen die erst ab, wenn man dann leblos am Boden ist. Die hat ja trotzdem den Facehugger abbekommen als Geschenk. Aber die hat es geschafft und ja, dementsprechend sieht er dann auch der Kopf, das Gesicht aus. Also stellt euch das mal vor, dann seht ihr nicht mehr so modelhaft aus, ja. Vielleicht ist das ja sogar das Vieh, was er geschafft hat abzutrennen. Wer weiß. Ah, hier ist wieder der Raum, wo die Facehugger alle hier schön hergestellt werden. Ich meine, die kannst du ja auch nicht irgendwie programmieren, ne? Die würdest du dann irgendwie künstlich nochmal erschaffen, in der schwarzen Flüssigkeit, und dann werden die losgelassen als Schwarm und ja, beziehen dort ihren Dienst. Also schön den ganzen Kopf mit einer Rüstung schützen. Passiert dann auch nichts. Oder halt mal irgendwie schießen, eine Klinge. Ja, so Predator-Style, zack, zerteilen. Hast du dann einen kurzen Prozess. Hier ist auch ganz cool eingefangen, finde ich. Das ist ja dann, wo wahrscheinlich ist es dann auch Wasserrohrbruch oder sonstiges kaputt gegangen und die müssen dann nochmal durch. Hier sieht man schon, wie einer frei ist. Das wird ja wohl ein Zweiter sein, weil in der anderen Szene kam der andere direkt schon gesprungen. Aber die Möglichkeit besteht, dass es natürlich auch der ist. Kommt hier so schön angeschwommen wie so ein Mantarochen oder wie so ein Hai. Ja, und jetzt kommt die Szene, die wir schon mal gesehen haben. Und dann. Hui! Überraschung. Warte mal, wir gehen nochmal hier. Ach, das ist so ein schönes Bild hier. Eine freundliche Umarmung aus dem Kühlen des Wassers. Und hier an der Stelle, der hat auch schon die Waffe. Das Vieh kommt ja so ein bisschen angeflogen, das ist ja nicht so zack, ja, sondern erstmal, ja. Wenn der jetzt die Waffe gerade hält, dann fliegt das Vieh genau an die Mündung und
aus Reflex umarmt ihr das erstmal die Waffe und dann hätte ich geschossen. Da hast du Ruhe. Für das. Hoffen wir, dass die anderen da nicht freikommen. Schöne lange Finger. Toll. Irre. Ja, dann sehen wir hier im nächsten schon. Großbuchstaben 4 geschrieben. Angst. Ich bin auch mal gespannt, wie der Schrei ist, wenn man das wirklich im Film sieht. Ich nehme an, dass es nicht dieser Tinnitus-Ton ist. Ja, da ist schon einer. Hier kommt wieder die Szene von Ron, haben wir auch schon gesehen. Und hier, das ist ganz cool, das Bild. Ja, ist bigger, darum heißt es auch hier bigger, ne? Ist größer. Und ihr seht ja schon bei dieser Tür. Ist eben gut, dass es auch mal nicht immer nur im Dunkeln ist, sondern du willst natürlich auch mal die ganze Pracht sehen, so die, gerade wenn die das so mit Mechatronics machen. Nein, nicht Mechatronics, sondern Animatronics, wie bei Jurassic Park. Dass man die auch mal im Licht sieht, ne? Wie sieht so die Farbe aus, dass man die Details sehen kann. Das finde ich echt gut gemacht. Ja, es gibt natürlich schon ein ungutes Gefühl, ne? Wenn die dann hier so stark sind, dass die, ja, wie viele Hände die Türen so aufschieben können. Das haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 auf jeden Fall. Und dahinter sind bestimmt nochmal 10 oder so. Das sieht schon krass aus. Weil die können ja eigentlich ihre Säure, die drin haben, können die ja gar nicht nutzen. Es sei denn, die werden irgendwie verletzt und dann tut das ja weh. Aber sonst haben die ja keine körperliche Apparatur, na, Säure an die Träger abzugeben. Ja, dann können sie sich natürlich abschieben. Absturz. Zack. Ausweichrolle. Wow. Gut gemacht. Der hat's geschafft. Hier, guckt euch das an, Jan. Daneben gesprungen. Hahaha. Zack. Na, eine Axt sollst du natürlich mit dabei haben. Okay. Der sagt jetzt, glaube ich, die jagen uns die Dinger, ne? Hat er aber gut gemerkt, ne? Dass sie den jagen. In IMAX. Jetzt sehen wir schon wieder das brillante Gebiss. Wunderschön. Ah, hat er immer die Zähne geputzt. Ah. Guckt euch das an. Ich frage mich ja, wie David, ne? Der ist uns ja noch einen Film schuldig. Wie hat denn der das eigentlich kreiert mit dem zweiten Mund? Das sieht aus, als wäre nochmal ein Gesicht im Gesicht. Seht ihr das hier? Hier, die Augen, hier die Zähne. Guckt euch das an, wie das aussieht. Das ist natürlich cool, ne? Also der Mund, der und dann hier nochmal so ein kleiner. Sieht jetzt halt nur so optisch so aus. Ist natürlich nicht echt, aber hier die Augen, schwarzen Augen, hier der Mund. Sehr cool. Ja, schon, sieht schon krass aus. Diesen Totenkopf nochmal. Hier kann man es mal ein bisschen besser sehen. Der Mund, der in dem Mund ist, der lacht. Cool. Und zu. Boah. Ich glaube, das ist auch der, der mit diesem Asteroiden reingeflogen kommt. Ja, wenn man sich die Seiten anschaut, diese Mundbänder. Also wie immer, wenn Profis unter euch sind, schreibt dann gerne mal rein, wie man gewisse Dinge richtig nennt. Ja, ich vermute da ja nur. Ja, hier sieht man es ganz gut. Sieht wirklich aus wie so ein Mini-Gesicht. Irre. Ja, wenn die Klappe dann zu ist, dann
schießt er dann so raus. Ja, und ich hatte auch schon beim letzten Mal gesagt, dass ich auch gedacht habe, dass der kleine Mund in dem Kopf hinten drin ist, so zusammengezogen und dann nach vorne schießt. Aber der ist ja, ich habe mal eine Abbildung gesehen, der kommt ja von unten vom Hals praktisch rausgeschossen. Finde ich jetzt nicht ganz so praktisch, aber naja, so ist es halt designt. Und das hier ist auch, das ist auch mega ekelhaft. Gut, das kann jetzt an vieles erinnern, ne? So, da haben wir so einen Stachel oder ist es da eine Kralle? Und dann, was ist das für ein Sekret? Ist das säurehaltig? Ah, okay. Der Typ steht genau davor. Was ist denn das aber für ein Raum im Hintergrund? Ist das der rote Raum? Ich meine, es ist eher orange, wie eine Signalleuchte, wie so ein kurzer Terminalraum. Wer ist das jetzt überhaupt? Sieht ein bisschen aus wie Rambo. Sein dritter Neffe oder so. Boah, ja, der Sound. Sieht das an hier? Okay, das muss schon echt tief irgendwo sein, in den tiefsten Gängen. Ist das wie so ein Abwehrmechanismus oder ist hier wirklich ein Alien drin oder keine Ahnung, was das genau sein soll? Von hier, guckt euch das an, von hier und im nächsten Frame, bam! Direkt in die Nase. Aber ich nehme an, der hat Glück. Der wird zwar hier neben der Nase an der Wangenbereich zur Nase hin nach oben bestimmten ja, Schnitt haben, aber hoffentlich nicht mehr. Und dann wurde er wahrscheinlich weggenockt. Bam. Das ist schon. Das ist wie so ein Warnsignal, ne? Geh ja nicht näher ran und dann. Dann explodiert es hier erstmal. Dann fliegen die weg. Ja, die scheinen irgendwie. Weil hier ist die Kamera und hier starten die. Naja. Aber lass mich mal kurz zurückgehen hier. Hier sieht man auch so wie Skelett oder Widerhaken. Seht ihr das hier so an seinem Hals, am T-Shirt? Boah, sieht schon krass aus. Ja, ist eben alles super unscharf. Ja, also ich nehme jetzt mal an. Boah. Nein, 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 nein. Geh nochmal zurück hier. Ja, also ich würde sagen, dass sich das irgendwie dann absprengt und der Blick heraus. Ist das jetzt nach vorne? Ist das nach oben gerichtet? Was würdet ihr sagen? Ja. Oder als Schub. So, und hier sind sie wieder bewaffnet unterwegs. Ich nehme mal kurz hier ein bisschen weg. Okay. Ist auch so ein Durchgang. Was ist denn das da hinten? Genau, jetzt kommt gerade das Licht drauf. Okay. Ja, wahrscheinlich suchen sie jemand oder auch wieder Station, Computerraum. Sowas in der Art. Das könnte schon wieder so gegen Ende sein. Na, sich so frei schießen hier, Wege finden. Ist das noch die Rennszene, wo die alle durch die Tür kommen oder ist es wieder woanders?
Na, das ist auch so ein bisschen so schwarz-grau-weiß. Ja, man sieht hier irgendwie hier 1, 2, 3, 4 so weiß. Dann so alles dunkel. Schon so Quecksilberfarben sind das. Also Quecksilberfarbe. Oh ja. Okay, das ist doch dieselbe Szene, oder? Ist das ist derselbe Boden, oder? Ja, gut, es muss nicht derselbe Raum sein. Okay, dann wird ja alles auseinandergezogen. Und hier sehen wir ja auch hier ein riesiges Loch. Ganze Alien-Schlabberzeug. Könnte auch Black Goo sein. Forschungsstation, Mikroskop. Das ist natürlich auch ganz cool, weil wenn man irgendwelche Verwandlungen sieht durch die Substanz, das wäre natürlich auch sehr mega interessant. Ja, ich hoffe, dass der Film so um die 2 Stunden geht. Wäre schon nett. Okay, da muss ja irgendwas hier notzerstört sein oder irgendwas wurde dann ist von außen dran geflogen, rausgerissen. Weil jetzt zieht es ja alles raus, ihr seht es ja am Wind hier. Hier ist eine Tür, hier kommst du eigentlich rein und dann. Ja, das muss so ein Außenbereich sein, hier ist ein Fenster. Ja, macht schon Sinn. Und Licht aus. Sehen wir hier irgendwelche Sachen rumfliegen, also Menschen oder Wesen. Zack, mit einmal Licht aus. Ja. Schon wunderlich, dass es so lange gehalten hat. Okay, die Kamera geht ein bisschen hoch. Da ist jetzt Licht oben. Was ist das? So ein Schaltkasten. Seht ihr das? Beim A. Zack. Aus. An. Okay. Wo sind wir jetzt? Was ist denn das? Achso, das ist hier der. Ja, in einem Raumanzug. Okay. Wird runtergelassen. Oh. Also irgendwie noch verbunden zur Station. Okay, kleine Teile hier, Strudel. Warte mal, hier unten könnte so eine Durchgangstür sein, weil man sieht ja, hier wird sich festgehalten und dann, ich verbinde mich, Sicherheitsleine und dann springen wir ab. Ja, und dann kommt Francesco wieder ins Spiel. So, warte mal, ich muss aber nochmal zurückgehen. Hier geht es ja um jedes Pixel, nicht wahr? Naja. Ja, macht schon ein bisschen Spaß. Ja, doch, doch. Okay. Einfach runterspringen. Die Frage ist, wo geht's denn hin? Wo geht der Sprung hin? Die nächste Frage ist natürlich auch, wer ist das? Ist es die Hauptdarstellerin? Ist jemand anders? Ist es ein Androide? Gibt es vielleicht Flashbacks noch von, ja, Rückblenden in irgendeiner Form zu David? Zur Forschung? Ich hoffe, es wird ein bisschen forschungsmäßig was gezeigt, was die Entwicklung, die Veränderung betrifft, der schwarzen Substanz. Ja, hier ist Licht ein bisschen heller. Ja, hier sehen wir auch wieder wie beim letzten Trailer, das sind ja die 2 Streifen wie bei dem Alien vorher, also muss das ja derselbe Typ sein. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und was ist denn hier eigentlich von der Szene genau? Die hält sich ja hier fest, die ist ja nicht festgekettet, ne? Das ist ja irgendwie so ein Band drum gemacht oder weil sie verletzt ist und hier als Schutz. Dann hält die sich hier fest. Ist es dann nochmal wie so ein, ja, wie so ein Schleusengriff zum Öffnen, zum Runterziehen oder einfach nur so eine Halterung? Und hier sieht man ja auch nochmal ganz gut, ne? Ja, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, seine Hand, seine Kralle. Aus was ist denn eigentlich die Kralle gemacht oder die Zähne? Ist das nur reines, normales Metall oder? Gibt es irgendwie eine spezielle Zusammensetzung? Wer es weiß, kannst du mir gerne mal schreiben. Sehr interessant.
sieht schon massiv aus. Oh, also nochmal von hier. Oh, und wir hören ja auch, wie Mutter sagt, 3, 2, 1, 0. Und dann Game Over oder so. Ja, das ist die Stimme. So cool gemacht. Okay, ich gucke mal, ob irgendwo was ist. Sieht normal aus. Sieht eher aus wie ein Taucheranzug. Direkt ins Auge reingesprungen und dann vielleicht von außen irgendwie was repariert oder was eingesammelt. Was ist das überhaupt für ein Tornado hier? Sieht aus so wie kleine Partikel. War das in Prometheus? Oder in Covenant? Da war da auch so ein Sturm. Vielleicht sowas ähnliches hier. Hoffentlich hört man auch irgendwie dieses Stampfen so durch die Gänge. So wie bei Raptoren. Alien Romulus. Rated R. Only in theaters. Get tickets now. War es schon ein Fluss? Alien Romulus. 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 Rated R. Experience it in IMAX, okay. Ja, ist wieder dieses Aufkommen mit dem Schiff. Haben wir auch im ersten Teil hinter Planet. Ja, das sind ja coole Bilder. Ja. 16. August, nur im Theater. Nur im Theater. Okay. Naja, Kino, ne? Ist schon klar. Oder halt online irgendwie. Naja. Auf deiner Lieblingsplattform. Theater, get tickets now. Tickets now. 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 Are you sure you want to do? Hey. Na gut, wir lassen ihn jetzt mal kurz in Ruhe durchlaufen. Und dann soll es auch gewesen sein. Also jetzt nochmal, viel Spaß. Are you sure you want to do this? This is how I'm gonna take it out of here. Should be in and out 30 minutes. On August 16th. It's supposed to be in a creeps. Fear is bigger. That thing's hunting us. In IMAX. Impact in 3, 2, 1. Alien Romulus. Rated R. Only in theaters. Get tickets now. So, und was ich jetzt auch noch gehört habe, ist, dass der sagt, it's rated R. Das heißt, es ist ab 18. Und dann macht das auch mit der Story Sinn. Nichts geschnitten, das kann ich ja sowieso nicht leiden, irgendwelche Schnittsachen, wenn es für Erwachsene gemacht ist. Das finde ich echt super. Und dann wird es ein größerer Genuss, das Ganze zu sehen, wenn es dann richtig zur Sache geht. Super. Ja. Ja, kurz und knackig mit ein paar netten, feineren Szenen. Gerade mit diesem Stachelding. Und mit diesem Sprung. Ja. Das. Das ist schon cool, ja. Ja, mal sehen, wie es sich zusammensetzt. Ihr wisst ja selber, wenn die Sachen dann manchmal ganz cool dargestellt sind im Trailer und dann kommt sowas im Film nicht vor, das ist dann immer ein bisschen Mist. Aber hoffen wir mal, dass durch
Rated R alles mit drin ist. Und dann wir eine gute Show, eine gute Story haben. Ja. Ja, und irgendwelche Verbindungen noch zu anderen Teilen, weil das ist ja auch wieder so ein Mittelding. Ja, das machen die dann meistens so, da kommt immer der erste Teil, dann kommt der zweite, dann kommt es irgendwann mal wieder in der Vergangenheit, dann kommt es zwischendurch. Und dann kommt es wieder später. Das sind ja dann immer verschiedene andere Teile. Ja, also ich bin gespannt. Mal sehen, ob da noch irgendwie Trailer mitkommen. Vielleicht einer wird noch kommen. Und ja, gut, das sieht dann eben wieder mehr zu diesen ja, Animatronics kommen. So wenig wie möglich CGI, das ist auch super. Und wieder zu den Wurzeln des Horrors, was so den, ja, den ersten Teil so mit ausgemacht hat und auch mit inspiriert von Alien Isolation. Wie gesagt, ich hoffe, da kommt noch ein zweiter Teil. Ja, aber das soll es jetzt mit dem Kommentar damit gewesen sein. Das war der neue Trailer zu Alien Romulus Bigger. Und ja, lasst gerne in den Kommentarfunktionssektionen fallen. Schreibt den gern mit Schwerelosigkeit rein. Und da bin ich mal gespannt auf eure Ansichten, was ihr zu dem Trailer sagt und vor allen Dingen zu den neuen Szenen. Okay. Dann kommt gut durch die Nacht. Schönen Start. Bis zum nächsten Tag wünsche ich euch und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu einem anderen Video. Wieder in der Gaming Lounge mit Games oder im Stream. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ist gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Twitcher live aus der Film Lounge, der Gaming Lounge. Dankeschön. Und.